ich habe heute die ganz große Ehre, dass wir für die Karin und Julian eine Feier ausrichten dürfen. Wir haben gesagt, wenn sie eine Medaille erreichen, aber eigentlich, wenn es keine waren, war, hätte man genauso gefeiert. Dann müssen wir ein bisschen was machen. Für sie ist natürlich auch für uns Ehrensache. Ich habe die beiden letztes Jahr kennengelernt und war fasziniert von der extrem positiven Einstellung, von der Ausstrahlung, und ich mag sie ganz, ganz einfach extrem gern. Und deshalb ist mein Bedürfnis, dass man das Ganze jetzt einmal feiert, sie hochleben lässt, weil ich weiß, wie viel das da dahinter steckt, dass man so performt, dass es so gut funktioniert. Man braucht viele Unterstützung. Ich denke speziell, wenn es darum geht, wenn man körperlich beeinträchtigt ist, ist es noch viel schwieriger, dass man gute Partner und loyale Partner findet. Und da unterstütze ich ganz gerne ein bisschen. Und ganz viele, Gott sei Dank, mit mir. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir für die nächsten 4 Jahre, bis hin zu den nächsten Olympischen Spielen, dass wir uns richtig gut aufstellen, damit das auch wieder passt. Ja, die Alexandra ist letztes Jahr auf uns zugekommen und hat gesehen, eben, dass wir angefangen haben und sagen wir eigentlich nicht wirklich viel Ahnung gehabt haben. Und dann hat sie uns gefragt, ob sie uns irgendwie helfen kann. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Und ja, es ist, sagen wir, ohne die Alexandra waren wir bei Weitem ganz weit weg von dem, wo wir jetzt heute haben. Und in dem Sinn möchten ich und der Julian uns unendlich für bedanken bei ihr, dass ja das so möglich war. Ja, genau, super. Dann geht's einmal zu dir. Super.